Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Auswahlorakel. Heute schauen wir uns die nächsten 3 Monate an. Welche Potenziale warten auf uns? Welche Energien begleiten uns? Was wird wichtig? Was können wir tun, um unser höchstes Potenzial zu nutzen? Und was auch immer die Karten uns hier heute mitteilen möchten. Also wie immer, spür rein, mit welchem Stapel du hier in Resonanz gehst. Drück gerne nochmal die Pause-Taste. Die einzelnen Stapel habe ich dir wie immer unten verlinkt. Genau wie die ganzen Karten, die ich hier benutze. Und ja, drück gerne nochmal die Pause-Taste. Ansonsten legen wir los mit der Nummer 1. Hallo, Gruppe Nummer 1. Du hast dich hier für den Rubbellit entschieden und die Karte sagt: Vortexfelder, Tore in die Galaxie. Die transformierende, vitalisierende, wirbelnde Kraft der Allliebe und des ewigen Lichts reinigt, erneuert und vitalisiert deine Lebensenergie. Okay, die legen wir erstmal zur Seite und schauen uns an, was sagen die Lenormand-Karten, welche Energien begleiten dich die nächsten 3 Monate, welche Themen sind wichtig, was wird jetzt angezeigt. Da haben wir das Kind und die Meerjungfrau, der Mann und die Blumen, der Traumfänger und der Ring. Okay, am unteren Deck die Störche. Dann noch Zusatzkarten. Hier kommt schon mal eine klare Botschaft für mich durch, aber wir warten erstmal auf die anderen Karten. Okay, da haben wir nämlich die Wolken und die Sense und den Anker, den Brief, nochmal den Traumfänger und der Sarg. Dann haben wir das Schiff, nochmal den Anker und den Turm und am unteren Deck passenderweise das Haus. Okay, interessant. Also, was hier für mich ganz klar durchkommt, wir haben mit dem Start das Kind, wir haben hier die Störche, ist beides eine sehr starke Neubeginnsenergie, Neuanfangsenergie, wir haben den Mann, wir haben den Ring und die Blumen, was für mich eine sehr, sehr starke Wertschätzung, Anerkennung ist. Es kann hier gut sein, dass je nachdem, ob du in einer Beziehung bist, dass es hier irgendwie eine Veränderung gibt in die nächste Stufe, was zum Beispiel. Das ist natürlich für jeden unterschiedlich, aber das liegt hier offensichtlich. Dass man vielleicht eine Familie gründet, dass man Nachwuchs bekommt, dass man zusammenzieht, heiratet, sich verlobt. Also irgendwie in irgendeiner Art und Weise innerhalb einer Beziehung den nächsten Schritt geht. Wenn du aber Single bist, habe ich auch das Gefühl, kann es gut sein, dass du hier eine Person triffst, mit der das Ganze hier möglich ist. Denn die Karten sind hier sehr eindeutig. Nehmen wir nochmal die Karte dazu. Ja, Transformation, Allliebe und das ewige Licht, Erneuerung. Ja, also für mich ist es hier wirklich eine starke Veränderung, Erneuerung innerhalb von Beziehungen, was aber auch mit deinem, mit dem häuslichen Leben zu tun hat, was natürlich auch Sinn ergibt, wenn es ja Zuwachs gibt, ändert sich einiges. Aber vielleicht kauft man auch eine Immobilie, zieht zusammen. Das verändert natürlich maßgeblich den kompletten Alltag. Und mit dem Wirbel, ja, ist hier eine komplette Veränderung. Wir haben hier aber auch zweimal den Traumfänger. Also ist hier wirklich eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Und gerade hier am Anfang haben wir die Wolken und die Sense. In dieser Kombination auf den Seiten ist das eine sehr schöne Kombination. Denn hier gibt es wirklich Klarheit. Und wenn ich mir das Kind und die Meerjungfrau angucke, ist das auch so eine Energie, du weißt jetzt, was du willst. Weißt jetzt ganz, ganz genau, was du willst. Du wartest auch nicht und dadurch verändert sich wahrscheinlich auch so das Energiefeld. Und dadurch wirst du wahrscheinlich jetzt viel schneller das manifestieren können, was du möchtest, weil du aus dieser Unsicherheit hier irgendwie rauskommst. Vielleicht war das früher so eine Energie, du hast
versucht, Dinge passend zu machen, obwohl du vielleicht gemerkt hast, dass sie nicht passend sind. Deswegen gab es diese Unklarheit, aber du hast, und das war in den letzten, weiß nicht, Wochen, Monaten auch oft das Thema, diese Unklarheit. Wenn ich nicht genau sicher bin, ist es immer eher ein Nein als ein Ja. Und genau das verändert sich. Du hältst nicht mehr an Dingen fest, die dir keine Klarheit bringen. Dann sagst du eher, okay, wenn das nicht klar ist, wenn das nicht deutlich ist, dann warte ich hier auch nicht Ewigkeiten, dann nehme ich das als ein Nein. Und genau das bringt dir hier den Erfolg, weil du selbstsicherer bist, deinen Selbstwert kennst, deine eigene Macht zurücknimmst. Und ja, das ist ja auch so eine Kombination. Du wartest eben nicht, dass irgendwas im Außen plötzlich passiert. Du gehst für das los, was du dir wünschst. Du bist die Person, oder du wirst zu der Person, die du auch treffen möchtest. Und genau das bringt diesen starken Wandel. Also du hörst auf zu träumen, sondern kommst ins Tun und dadurch kommt viel Bewegung in dein Leben. Mit der Energie habe ich auch das Gefühl, wächst du sehr, sehr stark über dich hinaus. Und das ist der Moment, wo du auch erkennst, okay, du hast dein ganzes Leben dich viel kleiner gemacht, als du bist. Du hast auch viel weniger, dich mit viel weniger zufrieden gegeben. Und jetzt erkennst du, du hast sehr viel zu geben, also hast du es auch verdient, genauso viel zurückzubekommen und dich nicht hier kleiner zu machen, dich anzupassen und irgendeine Situation, die offensichtlich keine Klarheit bringt, hinter dir zu lassen und für das loszugehen, was du wirklich willst. Und das ist hier für mich eine sehr, sehr starke Manifestationsenergie, was hier um das Thema Partnerschaft, Familiengründung, Zusammenziehen, Eigenheim, all solche Themen sich dreht. Und da ist wirklich ein sehr, sehr großes Potenzial, dass sich hier einiges zum Positiven verändert und du auch Stabilität in diesem Bereich bekommst. Und wie gesagt, das hängt aber alles ganz, ganz klar damit zusammen, dass man hier über sich hinaus wächst, dass man klare Entscheidungen trifft und wirklich erkennt, alles, was mir Unklarheit bringt, was sich nicht zu 100% richtig anfühlt, da kann ich von ausgehen, dass es auch nicht richtig für mich ist und nicht die Zeit zu verschwenden, zu versuchen, Dinge so zu drehen, dass es irgendwie Sinn ergibt, sondern zu erkennen, okay, irgendwas ist hier nicht ganz richtig und das ist es, was ich wahrnehme und so ist es auch und ich versuche da nichts rein zu interpretieren, was einfach nicht da ist und genau das bringt dich hier in die sehr, sehr ja, dieses Selbstvertrauen, dass du das verdient hast, was du dir auch wünschst und dass du dich hier eben nicht mit weniger zufrieden gibst, das kommt hier sehr, sehr stark durch. Sehr passend. Der Bergkristall steht auch für die Klarheit, für die Reinheit und für die Energie. Es ist an der Zeit, deinen Weg zu gehen. Bergkristall bringt dich in deine Mitte und weist dir den Weg zu deinem Lebensziel. Ja, genau, das ist das. Also du siehst, nimm das wirklich als Kompass, als Zeichen, wenn du in irgendeiner Situation sehr unklar bist, nicht klare Antworten bekommst. Dann warte auch nicht, bis sich das verändert, sondern nimm das so an, wie es ist. Es ist nicht klar. Jemand ist nicht bereit, sich zu committen, sich auf dich einzulassen, dann ist diese Person auch nicht die Richtige. Also, was sehe ich hier? Und warte nicht darauf, bis irgendjemand zu dir kommt, sondern geh du los, sei du die Person, ja, die du sein solltest, um auch das anzuziehen, was auf Augenhöhe dir dann begegnen kann. Dann haben wir noch den Beifuß, die Amazone. Hast du das Gefühl, dass dich deine Umwelt, deine Mitmenschen, ja sogar deine Familie übersieht? Ist es aber vielleicht sogar so, dass du dich selbst übersiehst? Du deine Wertigkeit nicht wahrnimmst, dann wird es Zeit, dass dir Beifuß zeigt, wo deine Stärke und Kraft liegt. Und genau das ist das Thema. Und genau das liegt ja hier. Das Kind und die Meerjungfrau sind sehr bedürftig, unsicher, kein starkes Selbstbewusstsein und das ist ja das komplette Gegenteil. Also hier sehen wir eine sehr, sehr starke positive Veränderung für all diejenigen, die das hier erkennen und ja, nicht darauf warten, dass andere Menschen ihnen Anerkennung schenken, sondern sich selbst diese Anerkennung schenken,
Auch in dem Hinblick, dass man selber sich erlaubt, sich von Dingen, von Menschen, von Situationen zu distanzieren, die einen hier in dieser Unklarheit lassen, die nicht richtig mit einem kommunizieren. Das ist hier Zeitverschwendung. Und hier ist ein Ende. Aber hier haben wir ja schon neue Beziehungen, zweimal den Traumfänger. Also hier ist eine sehr, sehr schöne Veränderung. Deswegen betone ich das hier nochmal, denn für alle, die noch sehr, sehr stark an irgendetwas festhalten, was ihnen Energie nimmt, was dazu führt, dass man hier noch sehr stark in der Unklarheit ist, das tut einem nicht gut. Und desto eher man sich davon löst, desto schneller kommt man in diese Energie. Ja, Gedankenwiederholung. Und das ist das. Und das bringt dir diese Unklarheit. Und ich sage dir immer wieder, diese Unklarheit entsteht, weil dein Herz, weil deine Intuition dir ganz klare Signale gibt, auch von deinem Verstand, von deinem Ego, möchtest du das vielleicht nicht wahrhaben. Und dann kommt dieser Konflikt und dann entsteht diese Unklarheit. Und das kann auch so eine Kombination sein. Reflektiere mal, was du dir immer wieder manifestierst. Weil das, was du dir manifestierst, ist eins zu eins der Spiegel deiner Energie, die du gerade hast. Und das zeigt dir, woran du arbeiten kannst, um eben, das, was ich die ganze Zeit wahrnehme, die Person zu werden, die überhaupt in der Lage ist, das anzuziehen, was du dir eigentlich wünschst. Aber wenn wir hier so sehr bedürftig sind, wenn wir uns klein machen, wenn wir abhängig sind, dann können wir ja nichts Positives anziehen. Dann haben wir noch die Reinigung. Das beziehe ich auf dieses Thema, auf dieses, was noch dazu führt, dass man vielleicht Personen anzieht, die immer noch diese Unklarheit bringen. Und da kann man sich auch fragen, wo bin ich noch unklar? Und ich glaube, das hängt auch sehr stark mit deinen Zielen zusammen. Das, was du dir wünschst, bist du da wirklich klar? Oder wenn dann irgendjemand oder eine Situation in greifbarer Nähe ist, die vielleicht gar nicht so deiner Wunschvorstellung entspricht, machst du da sehr viele Abstriche, gehst du da sehr viele Kompromisse ein, aus einem Mangel, aus einer Bedürftigkeit heraus, dann ist das natürlich ein Spiegel, dass du da noch an deinem Selbstbewusstsein arbeiten darfst, und mal hinschaust, woher diese Bedürftigkeit kommt. Und wenn ich das Kind habe, kann das natürlich immer mit inneren Kindthemen zusammenhängen. Dann haben wir hier noch das Thema Freundschaft, großherzige Liebe, tiefe empfundene Kommunikation, Teil eines Teams, gemeinsame Hoffnungen und Träume. Okay, spannend. Was ist ja hier? Kommunikation. Großherzige Liebe, also diese Menschen, das ist auch irgendwie so ein schönes gleiches Bild. Hier sehen wir auch die Hände, die sich hier gereicht werden und mit den Blumen, sobald du eben dich und deine Stärken mehr wertschätzt, deinen Selbstwert erkennst, in deiner Selbstliebe bist, erkennst du auch, wer redet richtig mit dir, wer hat auch eine sehr wertschätzende Kommunikation, wer gibt dir immer diese Klarheit. Und Menschen, die kommen und gehen und sich immer nur melden, wenn es denen gerade passt, sei für solche Menschen nicht immer irgendwie direkt zur Stelle. Weil das ist hier irgendwie so eine sehr bedürftige Energie, aber genau das, da hast du ein sehr, sehr großes Potenzial, das zu switchen. Indem du das anerkennst, indem du andere Entscheidungen triffst, wirklich erkennst, was dir hier diese Unklarheit bringt und den Selbstwert in dir findest und zu sagen, ich habe mehr verdient und Menschen, die nicht richtig mit mir kommunizieren können, die mir nicht zeigen, woran ich bin. Da habe ich das Recht, da auch einen Cut zu machen, weil ich habe hier mehr verdient. Und das ist hier genau die Energie, die auch die Veränderung bringt. Ich bin frei und gelöst, Wasser aus heilkräftigen Quellen, Rockwater, die Nummer 27 bei den Bachblüten. Ja, ich bin frei und gelöst. Also hier kommt für mich immer so ein starkes Abhängigkeitsthema durch. Und das hängt wahrscheinlich mit deiner Kindheit irgendwie zusammen. Da lohnt es sich nochmal genauer hinzugucken, wie man das vielleicht auflösen kann, damit du wirklich, ja, diese Klarheit, Reinheit ist hier super stark. Wo machst du dir vielleicht noch was vor und auch mit dieser Karte hier? Wo willst du nicht hingucken?
obwohl du innerlich weißt, da ist irgendwas unstimmig. Und damit hältst du dir das, was eigentlich gar nicht zu dir passt, aktiv in deinem Leben fest. Und deswegen hast du hier immer wieder das Muster, das sich wiederholt. Aber genauso hast du auch die Macht, dieses Muster zu durchbrechen. Es ist eine Tatsache, dass man es nie allen recht machen kann. Vermeide Vergleiche, denn sie erzeugen nur Leid. Du kannst es nicht allen recht machen, aber du kannst es dir recht machen. Und das solltest du jetzt erstmal an erste Stelle setzen, dass du guckst, dass es dir gut geht, dass du dich gewertschätzt fühlst, dass du in deine Selbstliebe kommst. Und dann aktiviert sich das hier und plötzlich sind ganz, ganz neue Muster erkennbar, vor allem im Bereich Beziehungen und Freundschaften. Dann haben wir hier noch Wohlstand in Sicht. Das ist auch so eine Fülle-Energie, die jetzt nicht immer unbedingt was mit Geld zu tun hat. Ja, für mich hängt das ganz stark mit deinem Selbstwert zusammen. Du erkennst, was du verdient hast und du erlaubst dir jetzt auch mehr zu erwarten. Und genau das wird dir jetzt auch gespiegelt, wenn du eben aus dieser Energie rauskommst. Jeder Mensch ist gleich wertvoll. Ja, ich beziehe das so ein bisschen auf dich, weil du siehst das vielleicht nicht ganz, dass du es, wenn du dich vergleichst, denkst du vielleicht, andere haben das mehr verdient oder denen fällt das irgendwie in den Schoß, die müssen da nichts für tun. Aber das ist eigentlich nicht so. Es kommt immer darauf an, was haben wir für eine Energie, was strahlen wir aus, was sind unsere Glaubenssätze und genau das spiegelt das Leben uns immer und immer wieder. Und das können wir nur durchbrechen, indem wir erkennen, was uns in diesem Muster festhält. Und wir erkennen, dass wir genauso das Recht auf Wohlstand haben, das Recht auf wertschätzende Beziehungen, auf ein ja, friedvolles Miteinander. Schuld, ich lasse alle Überzeugungen los, die dem Wachstum meiner Seele im Weg stehen. Ja, und das ist auch dieser Zyklus. Und wenn du da noch mit irgendjemanden ja, so in einem Kampf bist, dass du sehr, sehr stark im Hass bist, ist das natürlich auch eine sehr schlechte Energie, in der wir auch nichts Schönes oder Positives manifestieren können. Also wenn du hier in dieser Energie bereits an jemanden gedacht hast und irgendwie merkst, dass du da noch extrem sauer bist, dass du Wut hast, dann ist es da auch wichtig, da den Frieden zu finden und da auch zu erkennen, ja, dass man ja auch selber Teil dieser Geschichte ist. Und manchmal werden dann unter meinen Videos bösartige Sachen kommentiert, die mit dieser Person zusammenhängen, aber das verstärkt das Ganze ja noch, wenn man irgendwelche, ja, diese Hassenergie auch noch öffentlich teilt, wird das ganze Thema ja noch größer und ja, solche Ausdrücke werden eh nicht unter meinen Videos freigegeben. Von daher spart euch diese negative Energie. Und für die, die das jetzt zutrifft, weil genau das hält euch ja in diesem negativen Strudel fest, woraus man nur, ja, wo man da stecken bleibt. Aber wenn ich den Frieden finde und auch erkenne, warum mir das passiert ist, dass ich daran beteiligt bin, dann kann ich das Ganze auch auflösen, weil es ist immer nicht nur eine Person schuldig, weil diese Person kann bestimmte Dinge nur tun, wenn es eine andere Person gibt, die das mit sich machen lässt. Also das anzuerkennen, da auch sich selbst zu vergeben, dass man das vielleicht nicht eher erkannt hat, dass man da nicht eher seine Grenzen gezogen hat, ist ja auch wichtig, um sich einfach von diesem Kapitel zu lösen, um hier ja, sich selbst davon zu befreien, weil es hilft ja niemandem. Du selbst oder wer auch immer sich jetzt hier angesprochen fühlt, das trifft jetzt wahrscheinlich nicht auf jeden zu, aber wenn wir noch so sehr in dieser Hassenergie sind oder ja, so verbittert sind, das ist eine ganz, ganz schlechte Schwingung und da kommen wir nicht in diese Energie. Aber wie gesagt, die meisten haben das hier schon erkannt, diese Klarheit kommt, man erkennt, dass man mehr verdient hat, man kann sich von der Vergangenheit auch lösen und dann kommt hier die positive Veränderung, weil dieses alte Muster ausgedient hat, man hat daraus gelernt, man kann es abschließen.
Erfolg, Glück und Fülle fließen zu dir, genieße es und feiere das Leben. Ja, das ist eine sehr schöne Energie. Und hier nochmal Wohlstand in Sicht. Glück, Erfolg, Fülle fließen zu dir. Und das geht aber nur, wenn wir eben das Alte loslassen, wenn wir uns öffnen für neue Erfahrungen, wenn wir nicht die ganze Zeit in der Vergangenheit stecken bleiben und andere Menschen beschuldigen und uns selbst bemitleiden. Das ist eine ganz, ganz schlechte Energie. Aber das sage ich nur nochmal, weil ich merke hier schon, die meisten sind hier weiter, die haben das abgeschlossen. Deswegen liegt hier sehr viel Neubeginnsenergie. Dann haben wir noch den Krebs. Ja, da geht es auch darum, mal einen komplett neuen Weg einzuschlagen und mal komplett sich anders zu verhalten oder aber vielleicht, wenn es hier um Beziehungen geht, mal einen ganz anderen Typ sich auszusuchen. Vielleicht hat man eine bestimmte Vorstellung von seinem Partner, von seiner Partnerin, die einen aber immer wieder in diesen Zyklus hier versetzt. Und vielleicht ist das, was dir hier das Glück bringt, was dir die Fülle und Zufriedenheit bringt, vielleicht erkennst du das auf den ersten Blick nicht, weil die Energie von der Person auch vielleicht viel zu friedvoll ist, viel zu ja, für manche Menschen, die sehr viel Drama gewohnt sind und die vielleicht auch aus so einem Drama-Umfeld aufgewachsen sind, sind Menschen, die im Frieden leben, vielleicht auch erstmal zu langweilig, weil das System merkt, irgendwas ist hier, das ist sehr ungewohnt, weil man hier nur Drama kannte, Streit, Auseinandersetzungen und wenn hier einfach alles mal ja, friedlich ist, spürt man das vielleicht gar nicht, dass diese Person die richtige sein kann. Und deswegen da mal ein bisschen achtsam zu sein, welchen Menschen begegnet man, was ist so der erste Eindruck und vielleicht das Ganze hier nochmal zu überdenken, bestimmten Menschen mal eine Chance zu geben. Jeder Mensch ist gleich wertvoll. Vielleicht hast du unbewusst auch irgendwelche Vorbehalte, was bestimmte Menschen angeht. Da das auch mal so ein bisschen achtsam wahrzunehmen. Und hier ist ganz, ganz klar, ein ganz neuer Ansatz, eine ganz neue Verhaltensweise bringt auch diese positive Veränderung hier mit sich. Und dann haben wir hier das neue Leben. Also hier jetzt zum dritten Mal der Neuanfang. Okay, zum vierten Mal. Was soll ich sagen? Die Karten sind heute wieder mal sehr deutlich. Ja, Mondmädchen, Neuanfänge. Also alles spricht dafür, dass du einen komplett neuen Zyklus hier anfängst, wenn man sich wirklich von der Vergangenheit löst, wenn man nicht im alten Drama stecken bleibt, wenn man das Kapitel endlich abgeschlossen hat und hin und wieder mal was Neues ausprobiert, vielleicht auch mal komplett neue Menschengruppen aufsucht, neue Hobbys, mal in den Kontakt mit anderen Menschen kommt, wo man vielleicht auch vorher Vorbehalte hatte oder vielleicht ja, bestimmte Orte, wo man vielleicht auch irgendein Vorurteil hatte. Also irgendetwas Ungewöhnliches, eine ganz neue Entscheidung bringt dich hier auf jeden Fall ein Stück weiter. Und das kannst du mal beobachten. Was sind so deine ersten Reaktionen? Was sind so deine ersten Gedanken im Umgang mit neuen Menschen? Und das erstmal nur so zu beobachten und dann zu gucken, okay, stimmt das wirklich? Oder verbinde ich diese Person mit irgendeiner vergangenen Erfahrung? Oder was, ja, lässt mich genau das denken? Und ist es überhaupt wahr, da so ein bisschen achtsamer zu sein? Okay, dann ziehe ich noch eine letzte Karte und dann lassen wir es so stehen. Ich denke, das war eine sehr deutliche und schöne Botschaft. Eine abschließende Karte. Dann haben wir die 49. Die steht für den Engel des Empfänglichseins. Weil du liebst, tut sich eine Welt auf. Die positiven und negativen Seiten, die du an anderen wahrnimmst, haben immer auch mit dir selbst zu tun. Bleib dir selbst treu. Schau nach innen, sodass immer weiter Vertiefung und Wandel in dir möglich ist. Sei dabei immer weiter empfänglich und offen für die Liebe, die dir entgegengebracht wird.
Ohne Liebe gibt es keine Bewegung im Leben und ohne den Schmerz der Liebe ist kein Wachstum möglich. Liebe ist nicht nur das, was du gerne hättest, sie ist ein Kalkül oder eine Emotion. Sie ist das, was du bekommst oder nicht bekommst. Erkenne die Botschaft in ihrer Anwesenheit und in ihrer Abwesenheit. Wäge ab, ob es richtig ist, gerade zu handeln oder empfänglich zu sein. Wenn du liebst, wirst du sichtbarer für dich, für deinen Partner, für andere. Ja, du fällst auf und gerade weil du liebst, tut sich die Welt auf. Der neue Bote. Sehr passend, wie ich finde. Ja, und das ist auch diese Bestätigung, die Selbstliebe fängt bei dir an. Raus aus dem Groll, den du vielleicht noch mit irgendwelchen Partnern aus der Vergangenheit mit dir rumträgst, wenn du diese Liebe, die du für dich hast, für die Menschen um dich herum, bist du auch ein Magnet für die Liebe, die du dir vielleicht hier wünschst. Also das ist ja eine sehr, sehr starke Beziehungsthematik. Okay, ich denke, so lasse ich das jetzt mal hier stehen. Hier war einiges drin. Ich hoffe, du konntest was damit anfangen. Hinterlass mir gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben. Dann bin ich gespannt und sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Hallo, Stapel Nummer 2. Du hast dich hier für das rote Tigerauge entschieden und die Karte sagt: Sonnenzeichen, zentriertes Selbstbewusstsein. In deiner Mitte konzentriert sich dein strahlendes Bewusstsein. Okay, das lassen wir erstmal hier stehen und schauen uns an, was sagen die Lenormand-Karten. Welche Energien zeigen sich für die nächsten 3 Monate? Welche Themen werden wichtig? Welches Potenzial? Wie kannst du es nutzen? Die Mäuse auf dieser Seite sind schon mal gut. Okay, interessante Kombination. Also die Mäuse, die Ketten, der Berg, der Baum, die Kreuze und das Haus. Und im unteren Deck, auch hier zeigt sich der Ring. Dann noch Zusatzkarten. Also hier kommt schon mal eine sehr, sehr starke Befreiung raus. Ja, wir schauen erstmal weiter. Ja. Dann noch das Kleeblatt, das Schiff und der Berg. Die Blumen, nochmal die Mäuse und der Bär, nochmal der Bär, nochmal das Schiff und nochmal der Ring. Okay. Und am unteren Deck die Meerjungfrau. Okay. Also auch hier, ähnlich im ersten Stapel, zeigen sich Beziehungen sagen, aber vielleicht kann das ja auch ein karmischer Zyklus sein, der hier zu Ende geht, den du hinter dir lässt. Scheint mir erstmal so ein bisschen stimmiger zu sein. Und dadurch, dass du diesen Zyklus hier durchbrichst und hinter dir lässt, habe ich das Gefühl, bekommst du so einen ganz positiven Rückenwind. Plötzlich passieren Dinge, die aus heiterem Himmel, mit denen du vielleicht gar nicht gerechnet hättest und die dich auch so aus deiner Blockade rausholen oder aus deiner Stagnation. Aber hin und wieder holen dich deine Mangelgedanken wieder ein, weil die Dinge vielleicht nicht so schnell laufen, wie du das gerne hättest. Aber genau das ist, glaube ich, richtig. Also löse dich von den Gedanken, wann welche Sachen zu passieren haben. Vertraue da dem göttlichen Zeitpunkt, wie man immer sagt, und alles zu seiner Zeit. Wenn wir hier dreimal oder zweimal das Schiff haben, zweimal den Bär und zweimal den Ring. Also hier kommt so ein bisschen Seelenpartnerschaft durch, aber das ist irgendwie für mich nicht so sehr stimmig. Ich möchte dazu noch mal kurz was abklären. Okay, das war das Zweite. Die Weisheit, dass
ja, starke Erkenntnis, ein sehr hohes Bewusstsein, was dazu führt, dass du wirklich sehr stabil bist in dem, in deinem Selbstwert. Ja, interessant. Ich habe mir doch gerade gedacht, das hat man ja hier schon. Zentriertes Selbstbewusstsein. Ja, du kommst wieder so voll und ganz bei dir an, in deine Mitte, und dein Selbstbewusstsein wird sich extrem stärken, und dadurch bist du auch, strahlst du so eine Gelassenheit aus, wo ja mit dem Berg nämlich so ein bisschen eher statt Hindernis eher so der Felsen der Brandung war, dass irgendwie nichts mehr im Außen dich die Macht hat oder die Kraft hat, dich von deinem Weg abzubringen, weil du genau weißt, was du willst. Du hast genug Erfahrung gesammelt, du hast ein sehr tiefes Wissen, du hast eine gute Anbindung. Und ich nehme hier einfach super viel Stabilität wahr. Und auch hier genau, wie gesagt, ist das eher der Zyklus, der abgeschlossen wird, und dadurch auch mit dem Haus nämlich eher so das Fundament war. Was auch immer du hier so gerade reinzufühlen, ob es irgendeinen Bereich gibt, aber es ist für mich eher so dein inneres Fundament, deine innere Stärke. Was quasi wie so ein Werkzeugkasten, was du immer dabei hast, was dich immer unterstützt, wo du ja sehr unabhängig auch bist. Also wirklich, du bist dein eigener Felsen der Brandung und vielleicht auch für andere. Okay, interessant. Also ich sag's euch, ich gucke mir die Karten nicht vorher an, außer die, die ich oben hinlege. Ich habe hier das Tigerauge ausgewählt. Hier zeigt sich nochmal das Tigerauge, und das steht für Entscheidungen. Entscheidungsschwierigkeiten. Tigerauge lässt dich die Dinge mit Distanz betrachten. Mit Abstand fällt es dir leicht, die für dich richtige Entscheidung, das Richtige zu entscheiden. Ja, und das ist halt auch diese Stärke. Du, ja, diese Unabhängigkeit. Vielleicht hast du in der Vergangenheit oft Entscheidungen getroffen, dich vorher mit Menschen beraten, Freunden, Familie, aber du triffst diese Entscheidungen nur noch aus dir heraus, und das ist auch richtig. Also deine größte Transformation ist ein sehr, sehr starkes Selbstbewusstsein, und das strahlst du auch aus, und dadurch ja, mit zweimal diesem Ring nehme ich auch so ein bisschen so eine Magnetenergie wahr, wo du jetzt bestimmte Situationen, was ich hier schon mit dem Kleeblatt wahrgenommen habe, vielleicht sind das so ganz spezielle Situationen, wo du Menschen begegnest. Die Menschen erzählen dir irgendetwas, es kann vielleicht auch manchmal nur ganz kurz sein, aber genau das hat plötzlich eine ganz starke Auswirkung auf dein Leben, was du für Entscheidungen triffst und wo genau dich das dann hinbringt. Dann haben wir hier noch die Brennessel, die leidenschaftliche. Wecke deinen Lebensgeist mit der Brennessel auf. Neue Kraft und Stärke, Freude am Leben und neue Leidenschaft werden sich in dir entzünden. Dein inneres Feuer wartet nur darauf, endlich wieder zu brennen. Die Brennessel hilft dir dabei. Und genau das ist das. Vielleicht kommst du aus einer Zeit, wo du sehr in der Stagnation warst, aber jetzt hast du wieder die innere Kraft, du hast die innere Stärke, den inneren Antrieb, der aus dir herauskommt, wo du niemanden im Außen für brauchst, plötzlich, ich nehme gerade so eine Vulkanenergie wahr, in dir, ja, wo du Berge versetzen kannst. Okay, verstehe. Also wenn du die letzten Monate oder Jahre sehr träge warst, genau das verändert sich hier. Und plötzlich bist du in der Lage, wieder deinen Träumen zu folgen und Dinge zu erleben. Und ich nehme hier auch sehr viel Abenteuerenergie wahr. Dann haben wir noch die Schwingung, und das hängt höchstwahrscheinlich auch zusammen, eben weil du hier auch einen Bewusstseinssprung machst. Und das haben wir hier mit zweimal den Bären und den Sternen sehr, sehr stark. Und das gibt dir natürlich auch dieses starke Urvertrauen und das Vertrauen, dass alles zur richtigen Zeit passiert, wie es für dich richtig ist. Und dadurch löst du dich auch aus so einer Mangelenergie, dass du die Dinge kontrollieren möchtest, dass du Dinge zu viel planst, sondern täglich, ja, so ein Check-in machst, schaust, was ist heute wichtig für mich, was kann ich heute tun, und so Step by Step jeden Tag lebst, statt schon, was weiß ich, wie viele Jahre vorauszudenken und dich damit auch zu sehr unter Druck zu setzen, weil die Zeit,
wird immer schneller und ja, so Fragen wie, was machen Sie oder was haben Sie für einen Fünfjahresplan, das sind alles Energien, das ist viel zu starr, das funktioniert irgendwie nicht mehr und die Zeit verändert sich. In diesen 5 Jahren können wir uns, glaube ich, jetzt noch gar nicht vorstellen, wie weit die Technologie ist, was sich alles auf dieser Erde verändert hat. Und deswegen geht es vielmehr darum, was kann ich heute tun, was ist heute für mich wichtig und da wirklich ja, mit deiner Intuition zu spüren und das zu tun, was sich richtig anfühlt und nicht das, was irgendwie aus einer Kontrolle, aus einer Angst heraus passiert. Ja, und sich darauf zu konzentrieren und das gibt dir irgendwie auch diese Stärke, die Dinge in der Hand zu haben und ja, sich richtig zu entscheiden. Dann haben wir noch die Wunder, göttliche Macht, übernatürliche Kraft, Magie. Interessant. Ja, das habe ich ja hier anfangs wahrgenommen. Irgendwas aus heiterem Himmel wird passieren. Und ich glaube, ja, wie es mit Überraschungen so ist, soll man die auch vorher nicht erzählen. Und deswegen gibt es ja auch keinen, das wird auch bei jedem unterschiedlich sein. Aber hier nämlich, ja, irgendein Event war, was, womit du nicht gerechnet hättest. Was jetzt zu dir kommen kann, weil du in deiner authentischen Kraft bist und wieder am Leben teilnimmst. Ich bin geduldig und achtsam, die Nummer 18 von den Bachblüten, aber genau das hast du eigentlich überwunden. Vielleicht schauen dir noch welche zu, die da noch an dem Punkt sind, aber ich nehme ja ganz stark wahr, du hast diese innere Stärke, dieses innere Urvertrauen, dass du, und so warst du wahrscheinlich vorher, aus dieser Angst, die Dinge zu kontrollieren, das ist die Kombination hier so ein bisschen, aber das ist hier alles, was passiert, ich weiß, ich kann alles handeln. Also eine sehr selbstbewusste, starke Energie. Das sinnliche Vergnügen ist immer nur von kurzer Dauer. Sei stark in deinen Gefühlen, aber lass dich nicht von ihnen leiten. Ja, auch diese Stärke, nicht diesen kleinen Verlockungen nachzurennen, sondern zu wissen, was wirklich für dich bestimmt ist. Und das kann alles Mögliche sein. Also sei es in Partnerschaften, nicht irgendwie irgendwelchen Worten zu glauben, die gerade nur kurz ausgesprochen sind, wo man aber noch gar nicht weiß, ob die Person das wirklich halten kann. Oder aber auch Jobangebote, die total verlockend klingen oder die irgendwie das schnelle Geld versprechen, sondern du hast hier, dir kann keiner mehr was vormachen. Du spürst genau, was richtig für dich ist, was nicht richtig für dich ist und du kannst klare Entscheidungen treffen. Und auch wenn die Dinge ein bisschen länger dauern, du hast kein Problem damit, weil du im Hier und Jetzt lebst, weil du dich auf das fokussierst, was jetzt wichtig ist und du das Leben so nimmst, wie es gerade ist. Und dadurch wird dein Leben natürlich auch viel entspannter, weil du absolut im Frieden mit dir und dem Leben bist. Bringe Liebe in die Situation, Neumond im Wassermann. Das bezieht sich wahrscheinlich hier so ein bisschen drauf. Ich weiß nicht, wovon du dich hier löst. Vielleicht war es eine Situation, wo du vielleicht oder mit irgendjemandem im Streit auseinandergegangen bist, dass du das irgendwie loslassen kannst in Liebe, damit du hier frei bist. Deine Macht ist die Liebe. Ja, löse dich von Groll, von niedrigen Schwingungen und bleib in dieser hohen Energie. Und dann hat auch nichts und niemand die Kraft, dich hier runterzuziehen. Ja, interessant. Schon wieder das Thema Selbstwertgefühl. Ich verfüge über Seelengaben, die mir und anderen zugutekommen. Ja, also sehr spannend. Ja, und eben, diese Liebesfrequenz ist ja eine sehr, sehr hohe Schwingung. Und ich glaube, du hast gelernt oder verstanden, dass es keinen Sinn ergibt, immer in dieser tiefen Energie zu bleiben, weil du dadurch auch nichts Positives in deinem Leben anziehst. Aber wenn du bei dir bleibst, wenn du andere Menschen ja auch da sein lässt, wo sie gerade sind und auch im Frieden bist mit anderen Menschen, bleibst du in deiner Schwingung und ja, wenn wir das einmal richtig verstanden haben und integriert haben, sind wir einfach dieser Fels in der Brandung. Es kann niemand kommen und uns irgendwie wieder runterziehen. Und das ist hier diese starke
Selbstbewusste und ja, dieses starke Selbstwertgefühl, das du hier sehr, sehr stark entwickeln wirst. Okay. Schwung und Freude, du kommst leicht voran und nutze diese Energie. Ja, und das ist das. Sobald wir uns einmal von diesem Negativen gelöst haben, absolut im Frieden sind, bei uns in unserer inneren Stärke, in unserer Energie sind, dann ist auch eine Partnerschaft der neuen Zeit möglich. Interessant. Ja, glaube an dieses Wunder und das ist für mich jetzt hier auch so ein bisschen diese ja, Zwillingsseele. Du wirst dann in der Energie sein, das passt ja auch zweimal der Bär, eine Person anziehen, die dir wirklich ähnlich ist, wo ihr vielleicht auch die ähnlichen, ja, ähnliche Erfahrungen durch lebt haben und habt und jetzt ist die Zeit reif, dass ihr euch irgendwie begegnet. Das kommt ja so ein bisschen durch. Der Rettungsring, gib jetzt nicht auf. Hilfe ist auf dem Weg. Okay. Vielleicht warst du mal an einem Punkt, wo du den Glauben aufgegeben hast. Vielleicht schauen ja noch welche zu, die noch daran, ja, die das denken. Aber die ja, Karten sind ja eindeutig. Oder vielleicht weigerst du dich noch irgendwo eine Entscheidung zu treffen. Und wenn du das auch erstmal loslässt und nicht irgendwie kontrollieren möchtest oder diesen, wenn du merkst, dass diese Entscheidung noch extrem schwer ist, dann ist es vielleicht noch gar nicht an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Dann geht es darum, da geduldig zu sein und darauf zu vertrauen, dass wenn es an der Zeit ist, wirst du die Entscheidung ganz klar treffen können. Aber in dem Moment, wo du es noch nicht kannst, ist es noch nicht an der Zeit. Ja, mit dem Strom, da sieht sie auch immer so ein bisschen hoffnungslos aus. Aber eben, sie lässt sich gerade vom Leben treiben. Und sie weiß noch gar nicht, wohin sie eigentlich geschickt wird. Sie ist da noch ein bisschen negativ behaftet aus der Vergangenheit, aber das ist ja eine extrem positive Wendung, was ganz stark mit deiner Schwingung zusammenhängt. Also desto mehr du an das Gute glaubst, desto mehr du im Frieden lebst und anderen Menschen und dir verzeihst, da in deiner inneren Kraft bleibst, desto schneller kommst du in diese Energie, desto mehr wir uns mit der Vergangenheit beschäftigen, im Mangel sind, die Dinge noch sehr kontrollieren wollen, ungeduldig sind, desto länger bleiben wir mit der Vergangenheit verhaftet und sind eher in der Situation oder in der Energie, alte Erfahrungen immer und immer wieder zu durchleben. Also hohe Energie, hohe Schwingung, Selbstbewusstsein, aber genau das ist das, was die meisten hier durchleben werden. Gönnerin, Gunst und Großzügigkeit. Ja, es ist auch eine sehr schöne Füllekarte und auch dieses Zusammensein. Ich habe das Gefühl mit dem Kreuz hier, dass das Schicksal jetzt hier gerade eingegriffen hat, weil du deine Lernerfahrung verstanden hast. Wenn du nicht wieder zurückrutschst in deine alten Muster, dann lass jetzt los. Ich glaube, die meisten machen das auch. Die haben die Kontrolle aufgegeben, weil sie noch gar nicht wissen oder aus der Erfahrung. Wir stellen uns unsere Zukunft ja meistens so vor, was wir kennen, was andere vielleicht durchleben. Aber manchmal wissen wir gar nicht, was noch auf uns warten kann, weil wir das noch nicht kennen. Und deswegen ist es wichtig, hin und wieder mal einfach loszulassen und uns von einem Wunder überraschen zu lassen, weil genau das liegt hier. Und das passiert, wenn du loslässt und im Vertrauen bist. Und dann bringt das Schicksal dich quasi genau zur richtigen Zeit dahin, wo du die richtigen Menschen triffst und wo für dich dein persönliches Wunder möglich ist. Super spannende Botschaft. Ich möchte auch hier nochmal abschließend eine Karte ziehen. Was gibt es hier noch abschließend zu sagen? Da haben wir die 39. Engel für die Rollenmodelle. Wenn du liebst, ist dir der andere wichtig. Alte Rollenmodelle ziehen an all jenen Fäden, die heute dein Leben bestimmen. Sei keine Marionette. Lerne die Fäden im Drama des Lebens selbst zu ziehen. Bestimme über dich selbst.
Vermeide dabei emotionale oder intellektuelle Extreme. Komme aus deinen Verwirrungen und aus deinen Ängsten heraus und entwickle das nötige Unterscheidungsvermögen. Finde das Vertrauen in dich selbst. Nimm deine Leidenschaft und dein Begehren wahr und befreunde dich mit ihnen. Öffne dich für deine emotionalen und sexuellen Bedürfnisse. Sex ist immer eine unschuldige Energie. Unterdrücke sie nicht. Wenn du deine Sexualität lebst, dann entblöße und benutze den anderen nicht, sondern lebe alle sexuellen Gefühle über dein Herz. Nur so begegnest du einem anderen Menschen dabei und dann geschieht Erfüllung. Interessant. Wo hatte ich das eben? Okay, ich suche gerade etwas. Das sinnliche Vergnügen ist immer nur von kurzer Dauer und genau das hatte ich eben wahrgenommen. Ja, leidenschaftliches Begehren und wirkliche Liebe oder Zuneigung sind auch komplett unterschiedliche Energien. Und das auch zu unterscheiden und sich da auch vielleicht Zeit zu lassen, eine Person erstmal kennenzulernen, ist, glaube ich, hier für viele auch ein wichtiger Impuls. Was hier eine sehr starke Veränderung mit sich bringt. Okay, so lasse ich das jetzt aber mal hier stehen und spannende Botschaft. Ich hoffe, du konntest damit anfangen. Hinterlass mir gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben. Damit unterstützt du meine Arbeit hier und dann sage ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Hallo Gruppe Nummer 3. Du hast dich hier für den Calcedon entschieden und die Blume des Lebens. Vollkommene Matrix, wähle die göttliche Perspektive der Verbundenheit und Einheit. Okay, das legen wir erstmal zur Seite und wir schauen uns an, welche Energien zeigen sich für dich in den nächsten 3 Monaten, welche Themen werden hier angezeigt, was ist jetzt wichtig für dich, welches Potenzial zeigt sich. Den Mann und die Vögel, die Blumen und das Kind, der Berg und der Baum. Und am unteren Deck der Park. Dann noch weitere Karten. Nochmal die Blumen, die Dame, der Baum, der Mond, die Schlange, die Mäuse, der Leuchtturm, die rosarote Brille und das Buch. Und am unteren Deck der Hund. Okay. Die Botschaft ist auf dem ersten Blick jetzt nicht so deutlich. Ich muss mal kurz reinfühlen. Es kommen irgendwie unterschiedliche Themen durch. Also auch hier ist das Thema Selbstwert irgendwie deutlich und vielleicht wirst du so im ersten Monat ein bisschen die Energie haben, du fühlst dich angetrieben, etwas zu tun, weil du irgendwo die Geduld verlierst. Aber das solltest du nicht tun. Geduld ist hier auch wichtig. Wir haben hier unten den Baum da oben nochmal und sei es dir wert oder habe auch hier das Thema Selbstvertrauen war eben sehr stark und hier ist, glaube ich, das Selbstvertrauen sehr wichtig, um zu spüren, wann ist dein richtiger Zeitpunkt. Und mit der Schlange wird auch angezeigt, wenn du zuvor schnell irgendetwas erzwingen möchtest oder eine Situation kontrollieren möchtest, kann es gut sein, dass du hier einen Umweg gehst, weil du ja irgendetwas erzwingen wolltest, wofür noch nicht die Zeit reif war. Und dann fängst du quasi wieder von vorne an. Und hier ist mein typisches Beispiel. Wenn wir hier irgendwie die Früchte von dem Baum zu früh ernten, sind sie abgeerntet. Sie schmecken nicht so, wie sie eigentlich hätten schmecken können. Und dann müssen wir wieder ein Jahr warten. Und das ist hier dieser Umweg. Also entspann dich.
arbeite ein bisschen an deinem Selbstwert, an deinem Selbstvertrauen, glaube daran, dass du nichts verpasst, dass alles im Leben zum richtigen Zeitpunkt passiert. Vergleich dich nicht mit anderen, nur weil andere Menschen irgendetwas leben, was du dir vielleicht auch wünschst, heißt das nicht, dass du bestraft bist, heißt das nicht, dass du das nie leben darfst. Aber für dich ist gerade noch was anderes erst wichtig und du weißt nie, wie die Zukunft aussieht. Das Blatt kann sich auch immer viel, viel schneller wenden, als du gucken kannst. Deswegen mach dich das Leben nicht selbst schwer. Vertraue dir selbst, vertraue dem richtigen Impuls. Und das ist ja eine sehr, sehr starke Kombination, wenn wir den Leuchtturm haben, die rosarote Brille und das Buch. Ja, du bist eigentlich sehr weise, hast den Durchblick, hast ein bestimmtes Wissen, vertraust dir da aber selbst manchmal nicht aus so einem Druck, wo du plötzlich denkst, du musst irgendetwas tun. Wenn ich die Vögel und den Park hier habe, habe ich das Gefühl, dass es ein gesellschaftlicher Druck ist. Und das hier ist eine typische Schwangerschaftsenergie für Personen, die unbedingt eine Familie gründen wollen, das vielleicht aber gerade nicht klappt oder irgendwie vielleicht auch der Partner, die Partnerin fehlt, dann ist es vielleicht auch gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Ich weiß, es ist ein sensibles Thema für viele, aber es bringt ja nichts, irgendetwas erzwingen zu wollen, wenn der Zeitpunkt nicht richtig ist. Und nur weil, ja, die Zeit verändert sich so schnell und weil es früher irgendwie, weiß ich nicht, aus gesundheitlichen Gründen oder wo Alter vielleicht eine Rolle gespielt hat, sich da aus diesem gesellschaftlichen Druck so ein bisschen zu lösen. Das ist jetzt wahrscheinlich aber nicht für alle wichtig, aber das sticht hier sehr stark durch. Und es ist halt so ein typisches Thema. Das lässt sich natürlich auch auf andere Themen runterbrechen. Also irgendetwas. Ja, es kann auch ein Neubeginn, irgendetwas, was du, sei es ein Projekt oder irgendetwas Neues, was du auf die Beine stellen möchtest. Vergleich dich dann nicht mit anderen, nur weil andere irgendwie weiter sind, weil hier ist eine sehr stressige Energie. Und in dieser Kombination habe ich das Gefühl, du möchtest plötzlich was erzwingen, weil du es nicht mehr aushalten kannst, dass andere vorangehen, aber du nicht, aber lass dich davon nicht täuschen. Wie gesagt, das Blatt kann sich jederzeit wenden und wir sind alle immer da, wo wir sein sollen. Du kommst nicht zu spät. Das, was für dich bestimmt ist, wird definitiv zu dir kommen. Du wirst die richtigen Chancen zur richtigen Zeit bekommen. Du wirst den richtigen Personen zur richtigen Zeit begegnen. Du darfst dich hier entspannen und deiner Intuition vertrauen, weil wir haben hier die Dame, den Mond, den Leuchtturm, das innere Wissen und vertrau darauf. Lass dich nicht von äußeren Energien zu etwas hin zwingen oder treiben, wo gerade nicht der richtige Zeitpunkt für ist. Ja, Blume des Lebens, die Perspektive, alles ist miteinander verbunden. Es ist auch dieses, ja, jeder hat seinen Platz und jeder ist da, wo er gerade sein soll. Dann haben wir hier noch den Saphir, Spiritualität, Weisheit. Du steckst fest, Saphir bringt dich der Weisheit näher und stillt deinen Durst nach tiefen spirituellen Erfahrungen. Seine Gabe, du erkennst, dass du immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort bist. Ich habe es gerade gesagt. Also, ja, du hast wahrscheinlich eine ganz andere Aufgabe. Du bist hier vielleicht sorry, manchmal fließen so viele Informationen, ich muss das erstmal ein bisschen sortieren. Wenn hier diese spirituelle Energie so stark ist, kann es sein, dass es erstmal wichtig ist, dass du hier deine Bewusstseinsstufen erreichst, weil du eine ganz andere Aufgabe hast. Und aus der Gesellschaft, die wir kennen, die du als Kind kanntest, wo du dich vielleicht auch eingeordnet hast, das ist vielleicht für dich überhaupt nicht wichtig, weil deine Zukunft und deine Aufgabe hier in der Gesellschaft eine komplett andere ist und du vielleicht auch niemanden kennst, der diese Aufgabe bereits lebt. Deswegen vertraue dir und dem Leben, dass du auf dem richtigen Weg bist und dass du zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Informationen bekommst. Und
alles, was sich gezwungen anfühlt, führt zu nichts Gutem, führt nur dazu, dass du irgendwo in eine Sackgasse gerätst oder wieder in einen Umweg. Und deswegen warte, bis du alle Informationen hast. Und das können auch die Impulse sein. Und das ist ein Unterschied. Wenn du einen ganz klaren Impuls hast, dann machst du das aus einer ganz starken inneren, aus einem inneren Antrieb. Aber das ist ja aus einem Stressantrieb, der aus der Angst resultiert, weil du Angst hast. Sonst kommst du nirgendwo mehr an. Du musst jetzt irgendwas tun. Aber das, da wird es schon direkt schwer. Und das ist der Unterschied. Das ist diese Energie, die dann falsch ist. Schwarzer Holunder, der Wandler. Macht dir deine neue Lebensphase Angst? Musst du dich von etwas aus deinem Leben verabschieden oder steckst du gerade im Wandel? Der Holunder zeigt dir, dass du, was auch immer in deinem Leben gerade passiert, bereit bist, diese Herausforderung anzunehmen. Ja. Nochmal die Bestätigung. Alles ist genau richtig, wie es ist. Und wenn du eine Herausforderung hast, dann hast du die aus einem guten Grund, weil die dich genau dahin bringt, wo du zukünftig sein sollst. Ja, grübeln. Grübeln ist nie eine gute Energie oder ist eine Zeitverschwendung. Und da entsteht genau die Energie. Plötzlich kommt eine Angst hoch und plötzlich vergleichen wir uns. Plötzlich haben wir Panik, was zu verpassen. Und dann treffen wir Entscheidungen, die uns einfach nicht dahin führen, wo wir hinwollen. Interessant, das ist die Energie des Aufblühens und das liegt hier zwischen den zwei Blumen. Deine Zeit zum Blühen wird kommen, wenn du es nicht erzwingst, wenn du dem Leben Zeit gibst, dir und dem Leben, wenn du im Vertrauen bist, dann wirst du nichts verpassen und deine Zeit wird definitiv kommen. Nochmal die starke Baumenergie, Ahnen, Herkunftsfamilie, Wurzeln, Hilfe und Unterstützung, dem Schicksal eine neue Wendung geben. Ja. Die neue Wendung kommt, wenn du wirklich mit dir im Einklang bist, wenn du auf deine Intuition hörst, wenn du nur das tust, was sich gerade leicht und richtig anfühlt. Wenn du, ich nehme gerade so ein Rennpferd wahr, das noch irgendwie in der Box steckt, aber schon total unruhig ist und am liebsten die Tür durchbrechen möchte. Aber das ist nicht richtig. Die Tür wird zum richtigen Zeitpunkt aufgehen und dann bist du an der Reihe. Ich kann mich zurücknehmen, ist auch die Nummer 22 aus den Bachblüten. Ich kann mich zurücknehmen und weiß, dass meine Zeit kommt. Und wenn ich es gerade noch nicht spüre, dann ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt. Starke Menschen ruhen in sich selbst. Passend zur Stille. Fördere die Stille, denn nur aus der Klarheit entsteht Einsicht. Erlaube dir einfach einmal nichts zu tun und erschaffe dir täglich deine Insel der Ruhe. Ja, und das ist das. Aus dieser Unruhe heraus, aus diesem Stress, aus diesem Lauten heraus, triffst du keine richtigen Entscheidungen. Das sind immer Entscheidungen aus dem Mangel, aus der Angst. Die führen zu nichts Gutem. Aber wenn du mit dir im Reinen bist, wenn du im Vertrauen bist und einen guten Zugang zu deiner Intuition hast, spürst du, wann es an der Zeit ist. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo es vielleicht, wo wir es nicht gelernt haben, auch mal nichts zu tun. Es gibt auch das Sprichwort, auch im Nichtstun bleibt nichts ungetan. Also man weiß nie, was energetisch alles sich gerade fügt und uns den Weg frei macht für den nächsten Schritt. Aber wenn das noch nicht passiert ist, bringt dieser Schritt ja nichts. Deswegen ist hier Geduld, Festigkeit, Erdung ist ja auch irgendwie stark. Und hier, du machst den Unterschied. Und deswegen die ganze Zeit diese Energie, du kannst dir noch nicht vorstellen, wo das Leben dich hinführt, weil du bisher noch keinen Vergleich hast, weil du hier den Unterschied machst, weil du wirst die Dinge anders angehen und dadurch bringst du auch komplett eine Veränderung in dein komplettes Ahnensystem. Und deswegen löse dich von all dem, was du gelernt hast, was die Gesellschaft vorgibt, weil du bist nicht hier, um diese Muster zu durchleben. Du bist hier, um neue Wege zu gehen, um
dein wahres Potenzial zu leben. Und wenn du spürst, du bist mit dir im Einklang, dann wirst du zum richtigen Zeitpunkt immer wissen, was zu tun ist, aus einer Leichtigkeit heraus, nicht aus dem Stress heraus. Ja, du bist gut genug. Der Tod ist eine Illusion, also es passt alles zusammen. Irgendwo gibt es immer noch Ängste, die dich antreiben. Und das bewusst wahrzunehmen, welche Angst zeigt sich gerade und ist die wirklich real? Hast du gerade wirklich Grund dazu? Und wenn wir voll in der Angst stecken, ist das so, dann denken wir das. Aber da ist es dann wichtig, mal zurückzugehen und in die Ruhe zu gehen, sich mit seiner Intuition, mit seinem Herz zu verbinden, mal reinzuspüren, was ist jetzt wichtig und nicht aus dem Verstand heraus. Ja, nochmal das Thema Sorgen. Ich lerne, dass Sorgen die Dinge nicht zum Besseren wenden. Genau das gleiche Thema. Erwecke den Zauber deiner Kreativität und tauche ein in die Welt der Gefühle. Ihr seht, ich muss mich hier wiederholen. Genau das ist das, raus aus dem Kopf, rein ans Gefühl. Und meditiere, geh in die Natur, versuch wirklich täglich dir irgendwelche Routinen anzugewöhnen, damit du immer wieder dich mit dir verbindest, den Zugang zu deiner inneren Weisheit hast. Und damit stärkst du deine Resilienz, deine innere Ruhe, deine Anbindung. Und dann fällt es dir auch leichter, einfach mal zu sein und zu wissen, gerade kann ich nichts tun, was mich weiterbringt. Das ist vollkommen okay so. Seeglas, deine Zukunft wird gerade neu geschrieben. Metamorphose, ja. Und das nehme ich hier die ganze Zeit wahr. Im Energetischen wird gerade ganz viel neu geordnet. Und da bringt es oder macht es keinen Sinn, irgendetwas zu erzwingen, weil die Zeit noch nicht reif dafür ist. Deine Zukunft, du hast so viel getan, dass du jetzt wahrscheinlich auch in einer Energie bist, wo du bestimmte Dinge leben kannst. Aber alles ist Energie und ja, je nachdem, wie hoch du schwingst, wie dein Umfeld schwingt, alles hängt zusammen. Und manchmal müssen wir warten, bis woanders sich was gelöst hat, bis das, ja, Go in uns ankommt und dann für uns der nächste Schritt erst möglich ist und uns überhaupt dahin bringt, wo wir hinwollen. Ansonsten, wie gesagt, gehen wir immer wieder diesen Umweg. Nochmal. Yin-Energie, das ist auch das Loslassen, das Empfangen, nichts tun, sondern ja, geduldig sein, Vertrauen, die innere Stärke, die innere Anbindung, Spiritualität, sich darauf zu konzentrieren, das kannst du gerade tun. Regelmäßig meditieren, aber nicht die Sachen kontrollieren, wo du keinen Einfluss drauf hast. Dann haben wir noch das juwelenbesetzte Netz, die Verbundenheit. Das ist für mich eine ähnliche Energie wie die Blume des Lebens. Und deswegen nochmal, alles hängt zusammen und du bist nicht verloren, du bist nicht irgendwie falsch, du bist nicht zu spät. Dein Zeitpunkt kommt. Aber stell dir vor, das Netz wird gerade noch gewoben, was genau die Situationen hier kreiert, die dazu führen, dass du vollkommen dein Potenzial leben kannst oder aufblühst oder dass das, was du dir wünschst oder was auch immer, hier wirklich aufgehen kann. Aber für die meisten ist jetzt gerade noch nicht der richtige Zeitpunkt, aber das ist auch vollkommen okay. In dieser Zeit kannst du die Dinge tun, die dir Freude bringen, sei kreativ, in der Kreativität. Bist du auch in einem guten Zustand, wo du Informationen erhältst und das ist die Energie, die du gerade, worauf du dich konzentrieren kannst, die du fördern kannst. Aber Dinge aus so einer aggressiven Energie erzwingen zu wollen, bringt dich jetzt gerade nirgendwo hin. Okay, und auch hier nochmal eine letzte Botschaft. Was gibt es hier noch zu sagen? Die Nummer 9.
Engel des Alleinseins. Deine Wahrheit ist die Kraft deines Herzens. Löse dich aus Bequemlichkeiten oder Oberflächlichkeiten. Ziehe dich vielleicht ein wenig zurück. Überzeuge dich, ob alles Wichtige deiner Vergangenheit abgeschlossen ist oder nicht. Frage dich, was deine Hauptglaubenssätze in deinem Leben sind. Wenn es negative Sätze sind, streiche sie durch. Sie hindern dich, ein freies, erfülltes, selbstbestimmtes Leben zu führen. Ersetze sie durch das Gegenteil, die positivste Affirmation, die dir für dich zu diesem Satz einfällt. Strahle genau das aus. Löse so die Muster deiner Enttäuschungen und unaufgelöste Glaubenssätze. Sag, wie es ist. Würdige deine Gefühle, gib dir genügend Zeit und Raum, um in dich hineinzuschauen, und sei du selbst, einfach individuell. Das Herz im Herzen, Kristallhöhle. Okay. Ja, und das passt ja auch sehr gut. Eben im Alleinsein haben wir auch eine sehr, sehr gute Anbindung und da haben wir einen sehr guten Zugang zu unserem Herzen, zu unserer inneren Stimme. Und genau das ist gerade das, was du kultivieren kannst. Und mach dir nochmal bewusst, was sind ja Sorgen, was sind deine negativen Glaubenssätze, weil das ist alles eine Illusion. Und dadurch führst du dich selbst aber immer wieder in irgendeinen alten Zyklus, der eigentlich schon längst ausgedient hat. Aber solange du noch an diesen negativen Glaubenssätzen festhältst, du dir einredest, dass du irgendwie zu spät bist, dass irgendetwas nicht möglich ist oder was auch immer, hältst du dich in dieser Energie fest und verzögerst das Ganze, dein wahres Potenzial zu leben. Wir haben hier die Wandlung, wir haben hier den Erfolg, das Aufblühen. Wenn du loslässt, fügt sich alles zu deinem höchsten Wohl. Wenn du aufhörst, aus der Kontrolle, aus der Angst, die Dinge zu kontrollieren oder Dinge tun zu müssen, aus Angst, dass du sonst irgendwas verlierst. Okay. Ich glaube, ich wiederhole mich jetzt hier nur. Ich denke, die Botschaft war klar und hoffe, dass du was damit anfangen konntest. Hinterlass mir gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben. Damit unterstützt du meine Arbeit hier und ich sage Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.